Sag und schreibe, Mario Götze ist noch übrig geblieben von der eigentlichen Borussia Dortmund-Mannschaft. Und damit würde ich sagen, Servus YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Simulate to Glory hier, der Borussia Dortmund-Karrieremodus. Ich glaube, wir sind jetzt hier in der 8. Folge oder so. Ich vorproduziere einfach wie so ein Tier. Also ich habe echt so viel Spaß an dieser ganzen Serie, dass wir jetzt einfach mal weiter vorproduzieren. Wir starten in die dritte Saison hinein. Nachdem die zweite ja jetzt auch nicht so erfolgreich war, müssen wir jetzt mal langsam angreifen. Also ich will ja jetzt nicht hier bis 6 oder 7 Saisons brauchen, um irgendwie mal Erfolg zu haben, sondern wir wollen jetzt mal langsam angreifen und das Ganze machen wir in dieser Saison. Hoffentlich. Oder in der nächsten. Oder dann doch in der übernächsten. Und zwar haben wir erstmal einige interessante Spieler, bei denen der Vertrag ausläuft. Unter anderem gäbe es Isco von Real Madrid, tatsächlich ziemlich billig. Wir bieten mal 20 Millionen und gucken, ob die Madrilen das Ganze annehmen. Daneben aber auch noch Luka Modric, der mir aber ein bisschen zu alt ist, obwohl er sich eigentlich immer gut entwickelt. Lionel Messi wäre natürlich richtig sick, aber es ist halt Lionel Messi. Also ich weiß ja, wir können ja mal versuchen, irgendwie Bale einzutauschen oder so, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren, aber ein Versuch ist es wert. Ronaldos Vertrag läuft natürlich auch aus. Können wir eigentlich auch versuchen, aber ich weiß ja nicht, ob wir das Ganze so unbedingt nötig haben. Sanchez würde auslaufen, Thiago läuft ebenfalls aus. Wäre auch nochmal eine Verstärkung für unser Zentrum. Wir bieten mal 15 Millionen. Daneben ist jetzt natürlich auch noch die Frage, wen wir verkaufen von unserer Mannschaft. Ich hätte erstmal geplant, von der ersten Mannschaft eigentlich Saúl auf die Transferliste zu packen, denn der entwickelt sich einfach nicht so wirklich wie erwartet. Da hat sich Sanchez ja mittlerweile schon auf dem gleichen Niveau entwickelt, oder sieht noch ein bisschen krasser aus. Muss man auf jeden Fall sagen. Dann Aymeric Laporte, den ich auf jeden Fall eintauschen werde. Emre Can können wir auch mal auf die Transferliste setzen. Bertrand Traoré bleibt, Draxler bleibt, Dembélé bleibt. Dann Pulisic und Pastak bleiben auch erstmal. Guerrero werden wir ebenfalls mal auf die Transferliste setzen. Rode ist schon auf der Transferliste, das heißt, da lassen wir das Ganze einfach mal so stehen. Und ja, damit war es das, würde ich sagen. Von unserer Mannschaft Park Yo-ho ist auch noch auf der Transferliste und ansonsten war es das. So, die Frage ist jetzt natürlich, für wen wir Aymeric Laporte eintauschen. Ich hätte unter anderem mit Stefan de Vrij hier einen sehr soliden Innenverteidiger, der schon 86er Rating hat und dessen Vertrag ausläuft. Das heißt, da könnten wir vielleicht einen Tausch machen, Laporte gegen de Vrij. Mal gucken, ob sie es annehmen. Chris Smalling wäre daneben aber auch nochmal eine Option, die wir vielleicht ziehen könnten hier für die Innenverteidigung. Im Tausch mit Aymeric Laporte. Mal gucken, wie viel Manchester United daneben noch verlangen würde. Ansonsten warten wir einfach mal ab. Es können natürlich auch noch Angebote für unsere Spieler reinkommen. Vielleicht auch unerwartete Angebote, mit denen wir vielleicht gar nicht rechnen. Morata blieb bei der 82. Okay, ich denke mal, in der Hinsicht haben wir vielleicht sogar viel richtig gemacht, dass wir den nicht verpflichtet haben. Sondern Thomas Müller, Falcao, Cavani. Alles nicht interessant, muss man sagen. Alles echt nicht interessant. Stürmer erfolgreich, ja. Sind eigentlich hier schon gefühlt die gleichen Namen. Dann jede Position Freistoß-Spezialist und Stammspielerqualität. Okay, Robben hat immer noch eine 90. Depay, Baines, Eriksen, Rakitic, Alaba. Alaba für links. Das wäre halt auch nochmal wirklich eine Nummer höher als Ricardo Rodriguez. Ja, wir versuchen es einfach mal. So sieht dann erstmal unsere Trainingseinheit aus. Weiterhin 2 Einheiten für Donnarumma, dann Bellerin, Jimenez und Julian Weigel. Und dann gucken wir mal, wie die erste Einheit der dritten Saison aussieht. Ja, durchwachsen. Ein F, ein D, ein A und 2 C. Wir kriegen so mal direkt ein Transferangebot rein. Für Gianluigi Donnarumma von Real Madrid. Wir verlangen eiskalt mal 100 Millionen. Mal gucken, wie sie nah rankommen wollen. Ja, Barcelona würde gerne 70 Millionen neben Bale haben. Für Lionel Messi, wir bieten sage und schreibe 10 Millionen. Atletico Madrid ist der Ansicht, dass Thiago mehr wert ist. Das gleiche gilt für Real Madrid und Isco. Da werden wir die Angebote einfach mal so ein bisschen hochschrauben. Aber beide Verträge laufen, wie gesagt, aus. Und wir könnten auch einfach mal im Winter zuschlagen und beide ablösefrei holen. Also die Vereine können sich nochmal ganz gut überlegen. Lazio Rom würde gerne 11,5 Millionen noch neben Laporte für Stefan de Vrij haben. Wir bieten mal 5 Millionen daneben. Und Manchester United würde gerne 19,5 Millionen haben. Wir bieten ebenfalls 5 Millionen. Paris Saint-Germain würde gerne 40 Millionen neben Ricardo Rodriguez für David Alaba haben. Wir bieten 15, also das ist echt ganz schön krass, wie viel die wollen. Also ein weiteres Transferangebot von Gladbach und ganz ehrlich, wir werden jetzt einfach mal die künftigen Angebote auch untersagen. Donnarumma war schon mit seiner 84 letzte Saison einer der Keeper mit den wenigsten, wenn nicht sogar der Keeper mit den wenigsten Gegentoren. Also dementsprechend würde ich, denke ich mal, ihn einfach weiterhin aufstellen. Und wir gehen jetzt hier in das erste Spiel rein gegen Melbourne City, 4-0. Ich kann euch absolut nicht hören.
Na, Real Madrid will gerne 53 Millionen haben für Isco, wo der Vertrag ausläuft. Die leben auch in einer komischen Welt, so. Messi wäre natürlich absolut sick, 20 Millionen und Bale bieten wir einfach mal. Und Atletico Madrid würde gerne 44 Millionen haben, da bieten wir 23. So verhandelt man, so verhandelt man. Zwei akzeptierte Angebote, einmal David Alaba. 15 Millionen und Ricardo Rodriguez gegen David Alaba ist auf jeden Fall nochmal ein gutes Upgrade für die Linksverteidigung. Und auch Lazio Rom hat akzeptiert für Stefan de Vrij. Und wer sich erinnern kann, in der letzten Folge, wir haben Laporte über 1 Million Gehalt angeboten. Das heißt, ich denke mal, wir werden sogar Gewinn machen durch den Transfer. Ja gut, wenn das Ganze jetzt hier mit Stefan de Vrij klappt, dann müssen wir uns nicht weiter um Chris Smalling kümmern. Leicester bietet hier 32,5 Millionen für Laporte. Aber jetzt ein Angebot für Saúl von Köln. Okay. Wenn die 40 Millionen haben, können sie ihn gerne kaufen. Und beide haben die Vertragsangebote akzeptiert. Einmal Stefan de Vrij, aber auch David Alaba. Das heißt, wir haben die ersten beiden Neuzugänge gemacht. Und wenn wir jetzt das Gehaltsbudget noch ein bisschen weiter nach rechts verschieben, dann sind wir auf jeden Fall wieder mal ordentlich im Plus. Wir haben sogar Gewinn gemacht von über 20 Millionen, obwohl wir zwei Neuzugänge getätigt haben, für die wir beide Geld bezahlt haben. Oh shit. Barcelona akzeptiert 30 Millionen und Bale im Tausch mit Lionel Messi. Das wird jetzt krass werden. Das wird jetzt echt krass werden. 5-Jahres-Vertrag, essentieller Stammspieler für Lionel Messi. Das könnte jetzt echt unsere Saison werden. Das könnte jetzt echt die Saison werden. Wir müssen ihm, denke ich mal, deutlich mehr Gehalt bieten. Wir bieten ihm 800.000 Euro, 5-Jahres-Vertrag, essentieller Stammspieler. Wenn er das annimmt, komm Messi, du willst zu Dortmund, du willst Meister werden, du willst einfach Titel gewinnen mit Dortmund. Angebot für Park Joho von Bremen, nehmen wir natürlich an. Und Bayern wird geschwächt, das sehe ich sehr gerne, denn ich weiß nicht, Lewandowski wurde gekauft von Real Madrid und kriegen Angebot rein für LZ Hüsey von Sampdoria Genua, lehnen wir natürlich ganz klar ab. So, das letzte Angebot für Isco, 37 Millionen, also den Marktwert zahlen wir einfach mal, also mehr bin ich auch nicht bereit zu bezahlen. 5 Nachrichten. Eine davon wird auf jeden Fall von Messi sein und... Nee, keine von Messi. Transferangebot für Mario Götze von Zenit St. Petersburg. 120 Millionen. Real Madrid akzeptiert den Marktwert von Isco. 37 Millionen, 5-Jahres-Vertrag, wichtiger Stammspieler. Dortmund hatte ja schon vorher mal Interesse gehabt, als er noch bei Malaga gespielt hat an Isco. Oh, scheiße, ich habe zu viel Geld verlangt von Zenit. Scheiße. Zum Schalke. Schalke will Mario Götze haben, ey. Schalke will einfach Mario Götze haben. Och, Messi, das ist unglaublich. So 1 Million Euro Gehalt. Jetzt ganz ehrlich, letztes Angebot, weil ansonsten lebe ich einfach mit Bale. Der ist ja auch nicht schlecht. Der ist auch nicht wirklich viel schlechter als Messi. Und Isco akzeptiert. Damit haben wir eine weitere Neuverpflichtung gemacht. Mit Isco 37 Millionen. Und der wäre dann unser neuer Stammspieler auf der Position, wo momentan Halilovic spielt. Und da wir jetzt momentan so einen Überschuss an Zehnern haben, könnten wir eigentlich auch Götze auf die Transferliste setzen? Ich meine, beim Isco, wir haben Draxler und wir haben Dembélé sowie gerade eben neu verpflichtet Isco. Und wen hatten wir da noch? Halilovic, genau. Also, dann kommen auf jeden Fall einige Namen dazu. Schalke wäre bereit, 49 Millionen zu bezahlen, ist aber ein bisschen zu wenig. Wir wollen 90 Millionen haben. Und Liverpool hat Interesse an Halilovic, da verlangen wir einfach mal 90 Millionen. Also, das wäre halt echt das Geschäft, was wir hier mal wieder richtig machen würden. Und Messi akzeptiert. Heilige Scheiße. Und Messi akzeptiert. 1 Million Gehalt, 5-Jahres-Vertrag. Jetzt ist die Frage, nein, das Budget reicht für diese Transaktion nicht aus. Das gibt's doch gar nicht. Scheiße, nein, wir waren so kurz davor, Messi zu holen. Oh, jetzt müssen wir einfach hoffen. Götze, geh einfach weg, Mann. Ich will dich gar nicht haben. Oder Halilovic, einer von euch beiden kann absolut die Koffer packen. Na okay, Schalke bietet mir ein bisschen zu wenig für Mario Götze, aber mit Real Madrid könnten wir vielleicht auf den Nenner kommen. Die bieten 76 Millionen, wir verlangen weiter 90. Spieler verkauft, einmal Götze, einmal Rode. Leider Barcelona und Saúl, die sind sich nicht einig geworden. Bertrand Traoré würde gerne über sein Gehalt sprechen, können wir auf jeden Fall machen. Jetzt brauchen wir überhaupt einen neuen Zehner? Wir können jetzt eigentlich Messi holen, ne? Wir könnten jetzt eigentlich mal Lionel Messi holen. Das wäre auf jeden Fall möglich. Müssen wir noch irgendwo in den Verhandlungen rumgraben. Aber ich weiß nicht, ob sich das so krass lohnen würde für einen Lionel Messi. 95er Bewertung ist halt nicht schlecht, würde ich sagen. Bieten wir eben diese 1 Million Gehalt und ja,
5-Jahres-Vertrag, essentieller Stammspieler. Mal gucken, ob er es diesmal genauso annehmen wird. Und tatsächlich akzeptiert Messi das Ganze erneut. Und damit haben wir den wohl mögliche besten Spieler aller Zeiten verpflichtet. Ich will da wieder keinen Beef anfangen. Ich habe das Ganze ja schon mal so ein bisschen, ich würde mal sagen, angeheizt unter der einen Folge der Paris-Karriere, die ja mittlerweile auch schon gefühlt, nicht gefühlt, sondern bald auch schon 100.000 Klicks hat. Also ganz schön krass, muss ich sagen. Und da, wo ich meine Aussage gemacht habe, von wegen, dass ich Ronaldo besser finde als Messi, da haben so viele Leute den Shitstorm richtig begonnen. Von wegen, nein, Messi ist besser und nee, Ronaldo ist absolut der Scheißspieler. Und die sind halt beide wirklich auf ihre Art und Weise unglaublich krasse Spieler. Und dementsprechend, denke ich mal, wäre es da unnötig, sich drum zu streiten, wer denn nun der Bessere ist. So, Saúl kommt dann jetzt hier erstmal in die B-Mannschaft, Sanchez in die A-Mannschaft und ansonsten sind wir hier fertig. Transferangebot für Rafael Guerreiro, einmal vom SMKN oder Schane, ja, ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Hamburg möchte Rafael Guerreiro haben. Ich hätte schwören können, es gab mal den gleichen Namen bei Hamburg, war aber Peruaner und etwas aggressiver als unser sturer, ruhiger Raikermo Linksverteidiger. So, der Start in die Saison hinein gegen den FC Schalke 04, direkt mal im Revierderby. Und unsere Mannschaft sieht einfach so viel krasser aus als die von Schalke. Messi direkt mal mit seinem ersten Tor und Messi mit seinem zweiten Tor. So, es könnte Upgrades geben, unter anderem für Jimenez, der ja schon in Richtung 84 geht, Weigel und Donnarumma, die sich eigentlich weiterentwickeln hätten können, leider mit schlechten Noten, ne? Und tatsächlich Spieler verkauft Saúl an Atletico Madrid und Emre Can Southampton. Wir verlangen weiter mal 35 Millionen. Also ich muss sagen, wie wir hier wirtschaften in unserer Karriere. Manchester United würde tatsächlich Anthony Martial im Tausch gegen Schürrle akzeptieren. Der wäre natürlich bei uns auch nur Rotationsspieler, 100.000 Euro Gehalt, 5-Jahres-Vertrag. Mal gucken, was die anderen Vereine sagen. Ja, Manchester City hat leider kein Interesse. Schalke würde gerne 17,5 Millionen sehen für Leon Goretzka, wir bieten 12,5 Millionen. Und Bayern, ja, ist der Ansicht, dass wir viel zu wenig geboten haben für Kimmich. Ich weiß ja leider nicht, was der für ein Rating oder für einen Marktwert oder sonst was hat. Wir bieten mal 15 Millionen. Vielleicht reicht in Bayern ja das aus. Und daneben war auch noch Hamburg mit Ozan Özyurkurt. Wir bieten mal 23 Millionen. So, jetzt kommt das Ganze langsam ins Rollen. Goretzka, wissen wir halt leider immer noch nichts wirklich. Deswegen finde ich das Ganze ein bisschen zu überhastet. Dahuta bieten wir einfach mal 20 Millionen und Kimmich wäre eigentlich auch möglich. Kimmich für 20 Millionen, na, ich weiß nicht. Ich weiß ja echt nicht, was er für ein Rating hat. Ich würde es so gerne wissen. Aber wir bekommen es einfach nicht raus. Beziehungsweise nicht früh genug raus, glaube ich. Und auch Joshua Kimmich akzeptiert. Jetzt haben wir halt die Frage, Martial akzeptieren. Ich mache es jetzt einfach mal. Martial ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. Und beginnt schon bei einer 79, also schlechter als Schürrle ist er, denke ich mal. Und wir werden nicht Goretzka, sondern auch Kimmich akzeptieren. So, damit haben wir nochmal zugeschlagen hier zum Ende hin der Transferphase. Und ich weiß nicht, was beide für Ratings haben. Oh, bitte enttäuscht mich nicht. 80 und 80. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist echt schön. Da können wir jetzt Sanchez anstelle von Kimmich raustun. Und Hazard kommt raus. Dafür kommt Martial auf die linke Seite. Ich denke mal, wir haben nochmal am Ende ganz gut eingekauft, denn beide haben auf jeden Fall mehr Potenzial oder gleichwertiges Potenzial, wie die da vorher drin waren. Wohl bei Kimmich? Ne, Kimmich hat weniger Potenzial als Saúl, aber Saúl entwickelt sich ja leider bei uns nicht so krass. Oder ehrlich gesagt, hat sich bei uns nicht so krass entwickelt. Aber naja, wir gehen in die nächste Simulation rein gegen den ersten FC Nürnberg und gewinnen das Ding schon wieder mit 2-1. Das sind diese Simulationen, die wir in den ersten zwei Saisons immer verloren haben. Und jetzt starten wir rein mit 9 Punkten aus 3 Spielen. Nicht schlecht. So, jetzt können es Upgrades geben für Bellerin, für Jimenez, für Donnarumma und am Ende wieder mal keiner mit einem Upgrade. Wunderbar. So, und jetzt haben wir noch den Deadline-Day. Wir gucken mal ganz kurz. Götze für 90 Millionen zu Real Madrid. 81 Millionen hat Real Madrid ebenfalls noch für Robert Lewandowski geblecht, der, glaube ich, vom Marktwert her deutlich höher ist als Mario Götze. Aber wir als Dortmund können, glaube ich, so ein bisschen besser unsere Spieler verhökern. Als eben der FC Bayern München, Lazio Rom verpflichtet Mattia Perin. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Oh, da geht einiges ab. Saitien verpflichtet Lukas Lima, okay. Für 24,5 Millionen. Ansonsten Stojanovic zu Chelsea, alles klar. Was jetzt noch? Stoke verpflichtet Areola, okay. 4 Stunden verbleiben, nochmal gucken, was jetzt noch so passiert. Da ist ein weiterer Wechsel reingekommen, gucken wir mal ganz kurz nach. Boli, Romero, Gamara und oh, Hernandez wechselt nochmal für 40 Millionen. Leo Baptistao wechselt ebenfalls nochmal. Verein will Nägel mit Köpfen machen, okay.
interessiert uns nicht wirklich Sanchez. Wir haben ja immerhin schon Hazard auf links und damit war es das für die Transferphase. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld wir ausgegeben haben. Bale und 30 Millionen im Tausch mit Messi sind alleine schon 100 Millionen. Daneben haben wir, was haben wir noch ausgegeben? 20 Millionen für Kimmich. Dann haben wir, was haben wir noch ausgegeben? Hier Schürrle im Tausch mit Martial sind auch nochmal gute 30 Millionen, wenn es hochkommt. Dann ja, Messi, wie gesagt, dann Isco für 37 Millionen. Alaba im Tausch mit Rodriguez und 15 Millionen sind auch nochmal gute 40-50 Millionen. Laporte im Tausch mit 5 Millionen gegen Stefan de Vrij sind auch nochmal gute 40 Millionen gewesen. Kommt auf jeden Fall hin. Also wir haben auf jeden Fall einiges mal wieder ausgegeben an Budget hier in der Transferphase. Aber wir haben auch unglaublich viel eingenommen. Und ich meine, wir haben jetzt immer noch ein Plus von über 100 Millionen. Also ich glaube, die Wintertransferphase wird noch ein bisschen spannend. So Leute, eine Simulation nehmen wir noch rein, nämlich die gegen Borussia Mönchengladbach. Heim im Signal Iduna Park gibt es eine 4:0 Packung. 2 Tore von Müller, Messi trifft schon wieder. Und damit würde ich sagen, war es das für den heutigen Part des Borussia Dortmund Simulator Glory Karrieremodus. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, dann wisst ihr, denke ich mal, was zu tun ist. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für weitere Folgen dieser Serie und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr denkt, dass wir es schaffen, in dieser Saison vielleicht das Triple zu gewinnen mit dieser Mannschaft. Die sieht auf jeden Fall unglaublich krass aus. Deswegen nochmal eine Simulation rein gegen den RSC Anderlecht und gewinnen mit 2-1. Sehr schön gemacht, Tore von Dembélé und Traoré. Aber jetzt auf jeden Fall Schluss. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bin raus. Bis dann, haut rein und ciao.